Der ARD Radiotatort. Haben wir noch Kaffee? Nee, alles alle. Kehr, das Klo ist sicher seit Jahren nicht benutzt worden. Das ist so nicht ganz richtig. Ja, komm mal auf, das will ich gar nicht wissen. Kann ich Schluck von Ihrem Kaffee haben? Da ist aber was drin und nicht zu so knapp. Ja, bei der Kälte hier. Ist ja klar. Aber wenn Sie wollen. Nee, danke. Es ist kalt, wir haben keinen Kaffee mehr. Klopapier ist auch alle und der richtige Sendeplan erschließt sich mir immer noch nicht. Ja, das kommt schon noch. Bei Ihnen dauert das ja mit dem Erschließen immer etwas länger. Der war gut. Ja, das war klar, dass du das lustig findest, ne? Ab 2 Promille, da lacht man über alles. Ja, vor allem über dich. Du bist so ein Arschlenz, ey. Hey. Mal ein bisschen Kollegialität hier, ja? Wenn wir mal nicht im warmen Büro sitzen und um 4:50 schon mal die PCs runterfahren, muss man nicht gleich fuchsig werden. Ne? Ja gut, wenn Sie meinen. Bin ich. Sagen Sie mal, bräuchten Sie nicht mal trinken, ein neues Handy? Nö, bin ich nicht. Das ist genau richtig. Wer ist dran? Kann ich nicht erkennen, das Display hat einen Sprung. Moment mal eben. Scholz? Vorderbäum! Ja, meine Fresse, mein Chef. Warum müssen Sie nicht mal so brüllen? Muss das sein? Das ist doch meine Rede. Wenn man weiß, wer dran ist, kann man sich schon mal die Ohren zuhalten. Was ist denn nun? Wie, was ist, was denn nun? Herrgott, nochmal! Wie weit sind Sie? Wir sind auf Position und warten. Auf Position? Ja, vor allem Latotzke. Der ist alle halbe Stunde auf Position. Ja, die Schnauze an. Ja, ja, wir sind in der Fabrik und warten auf die Übergabe. Ja, und? Ja, nichts und. Es ist alles ruhig. Nichts passiert. Still ruht der See, ja. Wissen Sie, was Sie sind, Scholz? Eine Qual. Eine Qual sind Sie. Können Sie mir erklären, wie Sie das jetzt wieder hingekriegt haben? Die ganze Truppe geradeaus in die Scheiße reiten? Ja, ich meine, ganz unbeteiligt waren Sie ja nicht, oder? Was soll denn das jetzt heißen? Vielleicht reden wir da ein andermal drüber. Da gibt's nichts zu reden. Schluss. Ich frage mich jetzt, was der mit Schluss meint. Ja, der meint Schluss für heute, Feierabend. Was? Ja, das befürchte ich jetzt auch. Ich hätte nie mit Ihnen auf den Bahnhof gehen sollen. Exit von Dirk Schmidt. So, das ist also der Bahnhof jetzt, ja? Ich habe eh manchmal das Gefühl, dass ich schon 1000 Jahre hier bin. Aber Bahnhof war ich noch nie. Hans Tor zur Welt, ja? Ja, wussten Sie eigentlich, dass der ICE in Richtung Berlin einmal geteilt wird? Nee, wusste ich nicht. Ich bin nicht so der Bahnfahrer. Ja, also der eine Teil, ne, der fährt durchs Bergische Land und der andere durchs Ruhrgebiet. Und? Ja, die fahren getrennt und dann werden sie wieder zusammengekoppelt. Wissen Sie wo? Ach, jetzt sagen Sie aber nicht in Hamm. Ja, genau da, ne? In Hamm kommen die beiden Teile des Zuges, die vorher getrennt waren, die kommen wieder zusammen. Wow, das ist... Also das ist tief, ist das. Ja, also... Ja. Allein schon diese Symbolik auch. Ja, genau, so sieht das aus. Ja. Jetzt frage ich mich nur noch, ne, warum das Schicksal uns beide heute Abend zusammengekoppelt hat. Mann, Latoska, habe ich Ihnen doch schon gesagt, ich treffe mich mit einem alten Kollegen. Ja, und was habe ich damit zu tun? Sie sind Zeuge. Mann, der Chef, ihr geht das noch geheimnisvoller? Wo kommen die jetzt her? Ja, da hinten aus der Bahnhofstraße. Jetzt sagen Sie nicht, das ist Ihr Kollege. Ja, das kann schon sein. Ich glaube, der kommt hoch. Wie hoch? Ja, hier hoch auf dem Bahnsteig. Quatsch. Wie soll das denn, dieser... Immerhin ist er pünktlich, ne? Hey, Schulz, alter Schwede, hast du abgenommen? Jo? Sag mal, Ja, ich weiß, es ist lange her, aber immerhin. Ich hab noch deine Telefonnummer. Die Polizei. Bleiben Sie stehen und machen Sie den Motor aus. Weißt du was?
Aber hey, wir weiterplauschen. Ich bräuchte mal gerade deine Hilfe. Sag an. Wer ist er denn? Das ist Georg Latoske. Das ist Joe Kurat. Na, Ben. Den Motor aus, habe ich gesagt. Ist ja gut. Gib mir mal eine Minute, Mann. Also, was ist jetzt? Hilfst du mir oder nicht? Komm, Mensch, gib deinem Herz einen Ruck, Mann. Das ist jetzt die letzte Warnung, ja? Also mach erst mal die Karre aus. Chulos. Chulos. Eine Ahnung, was das heißt? Zu älter. Hey, richtig weit gereist und belesen, der junge Mann, was? Rockerclub, der Zuhälter heißt. Ihr habt den Dortmund aus dem Landenheim angesteckt. Ach, woher weißt du das denn? Ja, woher wohl? Aus der Zeitung. Und wie viele Leute sind dabei zu Schaden gekommen? Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich glaube niemand. Ach, sieh mal einer an. Ja, was ist denn jetzt? Helft ihr mir oder nicht? So. Es riecht noch ein bisschen schlecht, ne? Ja. Ja, der hat die auch 5 Tage gelegen. Die Ehefrau? Ja, die hat ihn 8 erschlagen und saß mit 10 im Flieger an der Malle. Ach so. Ach, hau ab. Ja, eine Woche später im Flieger zurück, ne? In Handschellen. Gut, ich weiß nicht, der schwerste Fall aller Zeiten, aber... Aha, Motiv? Motiv? Ich wollte noch was vom Leben haben. Man hat jetzt nicht so ganz zu Ende gedacht. Ja, typisch Hamm eben, ne? Genau, sowas gibt's nur in Hamm. Axmod ist noch nie vorgekommen sonst. Wie war nochmal dein Name? Latoske. Latoske. Ja, naja, wir haben ja alle so unser Päckchen zu tragen, ja? Was? Auch für eine Weile wird das hier gehen. Ja, ist doch genau dein Ding. Was ist mein Ding? Naja, hier, heute hier, morgen da, jede Nacht woanders, kein Tag wie der andere. Ja, na und? Ja, nicht jeder kann sein Leben hinterm Schreibtisch hocken und die Tage bis zur Rente abschreiben. Manche machst du mal genauso. Na und? Ja, nix. Und, reicht doch. Prost. Prösterchen. Sag mal, hier, verdeckter Ermittler. Ja und? Wie geht das eigentlich? Ja, so 6 Semester an der Cover-Universität und dann machst du verdecktes Praktikum, weißt du? Ja, ist doch kappe. Geht's mal im Ernst. Mensch, das hab ich doch gesagt. Man steht von seinem Schreibtisch auf und schmeißt sich ins Leben. Und warum Biker? Warum Biker? Weil ich in eine Bande von albanischen Drogenverscheckern so irgendwie nicht reinpasse. Weißt du, da ist so ein deutscher Moped-Club, der geht schon eher was. Und wie lange bist du jetzt bei den Chulos? Chulos heißt das. 2 Jahre. Und eigentlich läuft es ja großartig, ne? Das LKA hält die Jungs meistens in der langen Leine, wenn sie nicht gerade große Scheiße bauen. Und mittlerweile habe ich auch das Ohr vom Sieger, das ist der Präsident in dem Club, ne? Also, ich bin kurz vorm Durchbruch. Eigentlich, ja. Was? Naja, wenn es eigentlich so gut läuft... Warum ziehst du dann den Stunt auf dem Bahnhof ab? Mensch, Scholz, sag mal, du hörst dich an wie so eine Olle. Was ist denn los mit dir? Zwischendurch musst du immer mal so ein kleines Ding für die Glaubwürdigkeit tun. Kleine Verfolgungsjagd mit einem Bullen abliefern und so weiter. Und ich hätte absolut keinen Bock, in den Knast zu gehen. Na und jetzt? Ja, nun, ich bleib eine Weile hier, tauch runter und die Sache spricht sich wie Dortmund rum. Und in 1-2 Tagen kehrt der Papa glorreich zurück. Und erzählst deiner Gegend, wie du die ganze Batterie Bullen auf dem Bahnsteig abgehängt hast. Ja klar, aber Klappern gehört zum Handwerk. Ach so, na, wollen wir mal, wa? Ja, ist ja schon richtig spät geworden, ne? Ja, ihr müsst doch irgendwo Pizza rumliegen. Ja, ich finde es schon. Ja, Jungs, also. Ihr seid die Größten. Tschüss. Kein Thema. Moment mal eben. Hey, was soll das denn, Mensch? Pass mal auf, ich sag dir jetzt mal was. Glorreich zurückkommen, Glaubwürdigkeit und so weiter, ja? Was soll denn das? Ich kenne dich seit 15 Jahren. Also, jetzt mach mir nichts vor hier. Jetzt hör doch mal. Pass mal auf, du sagst mir jetzt, was los ist, oder ich hau keinen in die Fresse. Ich sitz voll in der Scheiße. Also wenn ich was hasse, ja. Dann? Wenn nichts passiert. Ich hasse es ja eher, wenn was passiert. Ich hab's lieber ruhig. Erdbeer. Scholz? Ich doch mal.
Chef, ist irgendwas mit Ihnen? Sie sind so leise. Nee, wieso? Wollt noch mal hören, ob ihr noch am Leben seid. Ach so, ja, ja, nee, danke der Nachfrage. Wir leben doch, ja. Ja, ich würde euch vermissen. Also, ich meine jetzt nicht menschlich. Nee. Aber heutzutage ist es ja sehr schwierig, exzellentes Personal aufzutreiben. Ja. Ich meine, wenn ich den Satz überlege, genau so toll seid ihr auch nicht. Ja. Also ich schwören können, Sie sind längst im Feierabend. Da bin ich ja. So. Ist aber nichts im Fernsehen. Aha. Also, jetzt mal ernsthaft. Ich kann jederzeit im LKA anrufen. Nein. Wenn die sich in Düsseldorf in Hubschrauber setzen, dann sind die in 10 Minuten da. Kostet mich 20 Cent der Anruf. Hätte ich übrig. Nein, wie oft soll ich denn noch sagen? Nein, ein für alle Mal kein LKA. Na ja, gut, gut. Wie Sie meinen, ja. Sehen wir uns morgen. Ja. Vielleicht. Ja. Ist dem alles scheißegal. Was? Ja, naja, alles. Aber, na, vielleicht hat er recht. Wisst ihr was? Was jetzt? Wenn wir kann gehen, aus Schluss Feierabend für euch. Ab nach Hause. Wer bin ich denn, dass ich hier das Leben meiner Kollegen riskiere? Packt eure Sachen und haut ab, los. Was ist? Also, ich bleib hier. Aber auf eigene Verantwortung. Also später keine Klagen kommen, ne? Läuft ja offensichtlich eh nichts im Fernsehen. So, ich gehe. Ja, Ihre Entscheidung, Latutzke. Ja, da hinten auf der Bundesstraße, da ist eine Nachtdanke, ne? Da gehe ich jetzt hin. Wir brauchen Kaffee, Klopapier und ein bisschen was zu knuspern. Taschenlampe wäre auch nicht schlecht. Oh, Latutzke, das finde ich jetzt aber... Also, passt schon. Nee, das finde ich, also danke. Latutzke! Was denn? Kannst du mir was mitbringen? Flache Franzosen? Bingo! Ja, wird gemacht! Das ist wie ein Spiel, das wird dir gefallen. Das ist wie Zocken. Wenn du sie für jedes kleine Ding ans Messer lieferst, dann fliegst du schnell auf. Und wenn du mitmachst, ohne dass was passiert, dann hast du ein Scheißgefühl. Ja, wo ist da die Grenze? Die Grenze, ja. Wenn Sie allen Ernstes jemanden exekutieren wollen. Oder vielleicht einen Molly ins Asylantenheim schmeißen. Ne? Das hatte mit den Asylanten überhaupt nichts zu tun. Da lebt ein Typ und der hat sich ins Stammgeschäft eingemischt. Aber da leben auch noch ein paar andere Leute. Ich mache Meldung beim LKA und die entscheiden, ob und wie sie eingreifen. Und immer mit der Gefahr, dass du aufliegst, oder wie? Das Asylantenheim war eine Stunde vorher geräumt. Wie durch ein Wunder keine schweren Verletzungen, stand in der Zeitung. Und haben die Julos sich nicht gewundert über das Wunder? Ach, Gott, das sind die Tage, an denen ich mich dreimal beim Brötchen holen umdrehe, verstehst du? Okay. Und jetzt? Novak. Wer ist Novak? Mein zuständiger Mann beim LKA. In ein paar Wochen fahre ich nach Düsseldorf. Ich lasse mir eine gute Ausrede einfallen, wechsle ein paar Mal das Verkehrsmittel und wir reden in Ruhe. Ja, und weiter? Ich sage dir, die haben Novak umgedreht. Wer? Die Julos? Ja, ich trau dem nicht mehr. Bist du sicher? Bin ich eben nicht. Ich dreh langsam durch. Ich kann keine Nacht mehr pennen. Das ist ein ziemlicher Vorwurf. Immer gib mir einfach Zeit, okay? Lass mich 1-2 Tage hierbleiben und dann sind wir weiter. Ich weiß nicht, also ich meine, wir haben es seit Jahren nicht gesehen. Du rufst mich aus heiterem Himmel an, lieferst diese Cowboy-Nummer da ab und erwartest, dass ich dich hier verstecke. Was ist, wenn mich das LKA fragt, wo du bist? Niemand weiß, wo ich bin. Nur du und Latutzke. Aber zurück zu diesem Novak. Hast du einen Beweis oder irgendeinen Anhaltspunkt oder wenigstens sowas wie eine Idee? Ach, ob ich eine Idee habe? Ja. Hast du eine Ahnung, was da für Summen mittlerweile über den Tisch gehen? Da sind 40 Mann und jeder einzelne tief verstrickt in die organisierte Kriminalität. Hm. Gib mir einfach ein paar Tage, bis ich klarer sehe. Ja? Und die Polizei in Dortmund? Ich kenne da keinen. Schulz, ich kann nur dir vertrauen. Gut, ein paar Tage sind drin.
paar Tage? Sind wir ein Hotel oder was? Ja, ich brauche ein bisschen Zeit, bis ich schlau aus der Sache werde. Und dann können wir lange warten. Wo ist der jetzt, der Geheimagent? Latotzke! Kawatka. Bei Kawatka? Ihr habt es noch alle, dem die eigene Frau den Schädel eingeschlagen hat, von drei Seiten? Ja. Ihr versteckt einen Undercover-LKA-Mann im Haus eines Mordopfers. Der Tatort ist freigegeben und gereinigt. Clever. Muss ich leider zugeben. Spitzenidee. Könnte von mir sein. Und Kawatka wird sich ja wohl nicht beschweren. Das ist unwahrscheinlich. Also gut. Soll er da kampieren und sich Gedanken machen. Vielleicht braucht man bei dem Job auch mal eine Auszeit. Zur Not leugnen wir alles. Hat zufällig das leere Haus entdeckt, der Rocker. Noch was? Nee. Wir lassen den jetzt erstmal in Ruhe. Wenn er Hilfe braucht, kann er sich ja melden. Vorderbäumen! Herr Vorderbäumen, hier ist ein Herr Novak vom LKA für Sie. Novak? Unbekannt. Ich rufe zurück. Nee, der ist persönlich hier. Bei mir am Empfang. Dann soll er hochkommen. Scheiße, das gibt's doch gar nicht. Was denn? Herr Novak, das ist Kurats LKA-Verbindungsmann. Der kann gar nicht hier sein. Warum nicht? Das erkläre ich später. Jetzt hört mir mal gut zu. Keiner sagt ein Wort außer mir, verstanden? Ja. Ich übernehme das Reden. Niemand sonst. Verstanden? Ja, das ist ja so schwer, ja, nicht zu verstehen. Ja gut, dann ist ja gut. Schnauze. Scholz regelt das. Kein Problem. Moin, die Herren. Novak, LKA. Hallo? Morgen, Scholz. Zu Ihnen wollte ich. Sind die anderen stumm? Was kann ich für Sie tun? Sie ahnen sicher, warum ich hier bin. Es gibt mir den Kollegen Kurat. Johannes Joe Kurat. Kurat? Ja, ich kannte mal jemanden, der so heißt. Das ist aber lange her. Jahre. Er wurde hier in Hamm zum letzten Mal gesehen, in einer ziemlich ausweglosen Situation. Und wie durch ein Wunder ist er da rausgekommen. Ich habe mich mal umgehört. Sie und Joe Kurat sind alte Freunde. Sagen Sie mal, sind Sie das, Lenz? Lenz, können Sie mich hören? Natürlich kann ich Sie hören. Dann hat es Sie also tatsächlich nach Hamm verschlagen. Wissen Sie, es gibt nicht wenige Leute, die sagen, dass Ihr Abgang aus Düsseldorf eine ziemliche Lücke hinterlassen hat. Ist das so, ja? Ja, vielleicht sollten wir bei Gelegenheit mal eine Kleinigkeit essen gehen. Oder auf ein Bier. Sie trinken doch noch Bier, oder? Bei Gelegenheit. Sind Sie fertig? Sind wir. Gut. Ich kann es auch gerne kurz machen. Wenn ich nicht sofort ein paar Antworten höre, gibt's Ärger, und zwar richtig. Habe ich mich klar ausgedrückt. Was wollen Sie von Kurat? Wenn sich ein verdeckter Ermittler über einen gewissen Zeitraum nicht meldet, muss ich zunächst mal davon ausgehen, dass etwas nicht stimmt. Und bei Joe Kurat, da schellen erst recht alle Alarmglocken. Warum erst recht bei Kurat? Das spielt jetzt keine Rolle. Kurat behauptet, dass bei Ihnen etwas faul ist. Interessant. Was sollte er auch sonst sagen, um Sie auf seine Seite zu ziehen? Kurat und ich sind alte Freunde. Sie habe ich noch nie gesehen. Mal was anderes. Hat Kurat Ihnen erzählt, dass die Chulos planen, ganz groß ins Geschäft mit Crystal Meth einzusteigen und dass da ziemlich viel Geld winkt? Tja, Geld hat er schon was erwähnt und wie es korrumpiert. Ja. Er hat es zwar nicht so ausgedrückt, aber das hat er wohl gemeint. Dann gibt es wohl zwei Seiten. Wissen Sie was? Heute ist nicht aller Tage Abend. Wenn Sie wissen, wo er ist, nehmen Sie Kontakt auf und richten Sie ihm aus, dass er sich gefälligst melden soll. Ich gebe Ihnen einen Tag Zeit. Wenn ich bis dahin nichts gehört habe, nehme ich den ganzen Laden hier auseinander. Interne Ermittlungen, unterlassene Amtshilfe, mögliche Verwicklungen und alles, was mir sonst noch einfällt. Noch Fragen? Zwei Seiten. Sieh mal an. Ich habe wirklich gedacht, Sie sind stumm. Sie haben gesagt, es gibt zwei Seiten. Und? Ja, es gibt aber nur eine Wahrheit. Die Wahrheit ist ein dehnbarer Begriff, jedenfalls für Leute wie Kurat. Ich will meinen Ermittler wieder haben, und zwar schnellstens. Und das ist meine Wahrheit für heute Abend. Bis bald. Bei dir im Büro. Bei mir im Büro. Ja, du kannst froh sein, dass Novak nicht die ganz große Welle gemacht hat. Dann hätte Lenz ihm bestimmt die Adresse hier gegeben. Ach, und wenn schon. Hör mal zu.
Zwei Fragen, okay? Erstens, was willst du? Und zweitens, was willst du von mir? Hör zu, ich stelle dir mal eine Gegenfrage. Was macht ein Typ wie du an einem Ort wie Hamm? Ich bin hierhin versetzt worden, weil ich ein Problem habe. Ach ja. Und die Kollegen? Ja, die auch, meistenteils. Und wie ist das Leben so auf dem Abstellgleis? Man gewöhnt sich an alles, ach, okay? Ach, Quatsch! Erzähl mir doch nichts. Ist das Feuer bei dir nicht mehr brennend? Ich guck doch aus dem Fenster. Es ist so kurz vor der Grube hier. Vielleicht bin ich deine Rückfahrkarte, ne? Raus aus der ganzen Scheiße, raus aus Hamm. Also was willst du und was willst du von mir? Mensch, ich will mal morgens aufwachen und keine Angst mehr haben. Was noch? Ich will raus. Ich dachte, der Schreibtisch ist nichts für dich. Ich will auch an keinen Schreibtisch, weißt du, ich will ganz raus. Ich muss. Ich weiß nicht, ob ich dir glauben soll. Erzähl mir mal was zum Thema Crystal Meth. Wie hat Novak? Jetzt mach schon. Also das Zeug kommt aus dem ehemaligen Ostblock. Empfindet sich gerade zum echten Renner. Und die Chulos sind dabei, ganz groß ins Geschäft einzusteigen. Hat Novak dir auch erzählt, dass demnächst die erste richtige fette Lieferung kommt? Nee. Na, Zeitpunkt und Ort kennen nur ein paar Leute. Das war ein hartes Stück Arbeit. Man muss die Augen im Hinterkopf haben und die Ohren offen halten. Siegert. Ist nicht gerade eine Plaudertasche. Bist du Präsident oder was? Präsident. Das klingt, als würde er im Weißen Haus wohnen und in der Air Force One fliegen. Siegert. Siegert ist ein Schwerkrimineller. Wenn der auch nur ahnt, dass was nicht sauber läuft, dann fackelt er nicht lange. Und richtig trauen tut er keinem. Mhm. Erzähl mal was von dem Deal. Nur über meine Leiche. Es ist meine Lebensversicherung. Ich glaube, ich muss mir diesen Siegert mal ansehen. Da bist du bekloppt. Du kannst ja nicht einfach reinmarschieren. Warum nicht? Wir sind auf der Suche nach einem Chulo auf der Flucht. Das ist der Einstieg. Ja, und der Ausstieg? Wenn wir wieder raus sind, werden sich die Chulos erstmal mit sich selbst beschäftigen. Psychologische Kriegsführung, verstehst du? Man muss Verwirrung stiften. Die lassen sich nicht so leicht verwirren. Ja, verlass dich mal ganz auf mich und meine Leute. Ich glaube, wir waren lange nicht mehr in Dortmund. Polizei! Ausweise bitte! Habt ihr meinen Kollegen nicht verstanden? Ausweis raus, los! Wer seid ihr denn? Verpisst euch! Ich habe mich ja noch nie gesehen. Ja, dann wurde mal Zeit. Wir sind auf der Suche nach einem Mitglied ihres Clubs hier. Der kleine Vorfall am Hauptbahnhof in Hamm. Ja, Sie sind bestimmt Herr Siegert, ja? El Presidente del Chulos, hm? Wer bist du? Scholz, KFPB, Hamm. So, was ist denn jetzt mit den Ausweisen? Ja, nicht so eilig hier. Ich höre immer Hamm. Was habt ihr denn in Dortmund zu suchen? Ist mal Gegenfrage. Was habt ihr denn in Hamm zu suchen, außer über einen Bahnsteig rasen, um mehrere Streifenwagen abzuhängen? Hm? Wir müssen darauf nicht antworten. Wenn ihr Fragen habt, fragt unseren Anwalt. Und jetzt raus hier. Oder habt ihr einen Durchsuchungsbeschluss? Nee, aber es ist Gefahr im Verzug. Das wäre eine Gefahr. Ja, wo ist einer eurer Karren da draußen, läuft Sprit, ein Funke und hier steht alle in Brand. Scheiße, wenn ihr das wart. Dann was, hä? Müsst ihr halt besser auf eure Mühlen aufpassen. Es geht eh nicht, der Fuhrpark, der einem fürchterlich Respekt einflößt. Also ein bisschen zu ältermäßig, was da so rumsteht. Ne? Doch, also ich frage nochmal. Hamm, Bahnhof, klingelt es? Und? Ja, ist alles geregelt. Die haben Benzinschlauch abgerissen. Sag mal, kennen wir uns? Ey, sag mal, hast du einen Vogel? Oh, komm, hör auf, wir kennen uns doch. Wir waren doch zusammen auf der Polizeischule. Ey, der hat sie nicht alle. Ich hab den noch nie gesehen. Ey, das glaubst du mir doch, oder? Es wird Zeit, dass er einen Abgang macht. Höchste Zeit. Ja, wir kommen wieder. Vielleicht schon morgen. Ja, und dann bringen wir auch einen schönen Durchsuchungsbeschluss mit. Ne? Für uns eine ganz kleine Kleinigkeit. Wiedersehen. Ja, ist doch ganz gut gelaufen, oder? Also, ich wäre verwirrt an der Stelle. Geht's aber mal in echt.
Kerren sind nicht so dolle. Ich dachte, so ein Rockerclub. Wo steht nun mal der Wagen? Ja, hier um die Ecke. Ah ja. Die müssen ja nicht unbedingt. Ihre Streifenwagen, sagst du? Und dann? Ja, dann ist er spurlos verschwunden. Das kann passieren. Nur eins. Der Typ ist nicht hier. Und er hat ein, sagen wir mal, kleines Drogenproblem. Er kann von Glück sagen, wenn ihr ihn vor mir findet. Das klingt für mich nach einer Drohung. Es reicht jetzt. Euren Scheiß falle ich nicht rein. Wenn ich euch nochmal hier sehe, hört ihr von meinem Anwalt. Der wird euch erzählen, dass wir nur ein Motorradclub sind. Und dass wir von der Gesellschaft kriminalisiert werden. Der erzählt euch das so oft, bis ihr es glaubt. Alles klar? Und jetzt verpisst euch wieder nach Hamm. Hab ich das richtig gehört? Drogenproblem? Tja, wenn das stimmt, erklärt das einiges. Und da bleibt's dabei? Das musst du gar nicht wissen. Mensch, hör mal, hey, also, wenn du mir nicht mehr vertraust, ja, dann... Halt die Fresse! Du bist aus dem Deal sowieso erstmal raus. Hast so viel Staub aufgewirbelt. Wir hatten die Bullen da. Mensch, Kacke. Hör mal, ich wollte das nicht. Wir sind extra aus Hamm rübergekommen. Aber unter uns, solche Bullen habe ich noch nie erlebt. Bei einem hatte ich das Gefühl, na, ist egal. Hör mal, wenn die Luft rein ist, verstehst du, dann könnte ich doch vielleicht... Keine Chance, du bleibst in den nächsten Tagen unsichtbar. Und wenn sie dich doch schnappen, bleibst du stumm. Hast du mich verstanden? Ja, klar, ich hab dich verstanden, ja. Du rufst unseren Anwalt an und der regelt alles. Aber du hältst die Schnauze. Ein falsches Wort und Exit. Kapiert? Ja, ich hab's gehört. Ja, ich hab es kapiert, du blödes Arschloch. So. Hey, Joe. Hey, das sieht aber schön, Jungs. Stell dich mal vor, Siegert. Siegert hat gerade angerufen. Ach was. Halt. Was hast denn du da? Komm. Hey. Ach nee, guck mal an. Schon mal gesehen, das Zeug? Tja, habe ich schon mal gesehen. Das ist Meth. Ja, Crystal Meth. Genau so. Was ist denn das her? Ja, mal. Ich kann das alles erklären. Ja, ich kann das alles erklären. Das ist nur ab und zu, ne? Du hast alles im Griff. Kannst jederzeit aufhören. Mein Gott, ich kann diese scheiß Junkie-Sprüche nicht mehr hören. Mensch, leck mich doch. Vom Alki muss ich mir gar keine Moralpredigt anhören, verstehst du? Das macht ihr eigentlich schon hier. Ihr müsst doch längst vor der Glotze sitzen hier. Na. Siegert hat dich ans Messer geliefert, hm? Dein eigener Boss hat dich verpfiffen. Das ist nicht mein Boss. Das ist nicht mein Boss! Ja. Mein Boss! Scheiße. Das Boden. Beruhig dich. Das ist das, was ich dir immer sagen wollte, verstehst du? Irgendwann weißt du nicht mehr, wer ist und ja, die. Und diese scheiß Grenzen, die verschwimmen einfach. Naja, wenn man das falsche Zeug raucht. Ja. Lenz, jetzt ist gut, okay? Jetzt ist gut. So kommen wir nicht weiter. So, hey, hör zu. Es gibt wahrscheinlich nicht viele Leute, die mehr Verständnis für deine Situation haben als letztendlich, okay? Ja, was? Nee, lass mich mal ausreden. Also, wenn ihr dieses Zeug kauft und verkauft, ja, dann... Bist du das ja auch probieren, logischerweise. Hm? Ja, und? Ja. Weißt du genau, was das Zeug mit dir macht? Hm? Ja, weißt du das? Man sieht total scheiße aus. Nee, total scheiß Paranoia, die du eventuell nie mehr wieder loskriegst in deinem Leben. Ich meine, da ist schon so viel Scheiße an der Backe. Und dann noch das Zeug dazu. Joe, da muss man doch durchdrehen, ist doch logisch. Warum willst du raus? Hat Siegert wirklich angerufen oder macht es das Zeug? Wenn ich so sage, Mensch. Ich sag, der zieht den Deal durch, Mann. Und das hat er gesagt, am Telefon. Ja, so nicht, aber darauf läuft's hinaus. Was hat er denn genau gesagt? Ach, was weiß ich. Ach,
soll mich ruhig verhalten. So. Ja und? Mensch, Schatz, glaub mir doch. Siegert und ich, wir haben gerade telefoniert. Ja, wenn wir gleich mal sehen, zeig mal das Display her. So, anonym, könnte ja jeder sein. Er hat mir erzählt, dass ihr bei den Chulos wart. Joe, das hab ich dir erzählt. Ich hab dir erzählt, dass wir zu den Chulos fahren. Ach, jetzt red doch nicht mit mir, als ob ich einen Dachschaden hätte, Mensch. Siegert hat gesagt, ihr seid eine komische Truppe. Und los, Lenz. Alles klar? Ja, ich weiß auch nicht ganz genau, wie das Zeug wirkt, aber der Rauch ist noch frisch. Mann, ihr müsst mir glauben. Ach, wir müssen gar nichts. Du bist raus, komm mit. Wohin? Komm. Wir nehmen dich mit ins Präsidium. In Schutzhaft. Was? In Schutzhaft? Ja. Wie jetzt? Ja, jetzt. Ja, du bist scheiße erstmal fertig raus, schon klar. Das kannst du doch nicht machen. Ich kann doch viel mehr. Mensch, Holz, denk mal an die Schule aus. Denk mal an diesen Deal. Aber das sind 2 Jahre Arbeit. Doch, bin ich am Ende. Bin ich fertig, Mann. Das ist doch auch zu deinem Schutz. Das Ergabe, das doch nie zulässt. Komm her. Schutzhaft. Aus dem Verkehr gezogen. Man ist nicht mehr dienstfähig. Drogensüchtig. Scholz hat recht, Chef. Hat sie jemand gefragt? Zum Thema Sucht? Kurat wandelt auf einem schmalen Grat. Früher oder später geht das schief. Und wir reden hier von Leben und Tod. Schmaler Grat, da kennt ihr ja was von. Und wenn schon. Um uns geht's hier aber nicht. Das würde ich so nicht sagen. Manchmal muss man sich entscheiden. Und die Entscheidung ist nicht so schwer. Oh, ein Beitrag von Georg Latatzke. Wir hören. Joe ist ein Kollege, der Hilfe braucht. Novak ist auch ein Kollege. Ja, der steht aber nicht an der Front, sondern sieht schön aus sicherer Entfernung zu, was da passiert. Mhm. Ist jetzt nicht böse gemeint, aber ein bisschen so wie Sie. Wie wer? Wie ich? Ja, ich sag doch, ist doch jetzt nicht böse gemeint. Oh. 0211. Was könnte denn das für eine Vorwahl sein? Das ist Düsseldorf. Wer ruft mich denn aus Düsseldorf an? Lassen Sie mich mal, ich kann das regeln. Sie haben für heute genug geregelt. Aber ich kann doch mal... Null Geduld, die Leute heutzutage. Da sind sie schon wieder. Frau Wurm! Wer? Waren Sie nicht kürzlich hier? Ich stelle Sie mal auf laut. Ihre Leute haben bei den Chulos die Welle gemacht. Die haben ihren Anwalt eingeschaltet. Das muss man sich mal vorstellen. Was ist denn da los bei euch in Hamm? Habt ihr nicht mal alle Tassen im Schrank? Doch, wir haben sämtliche Tassen im Schrank. Die Aktion ist wohl durchdacht. Von wem? Den 7 Zwergen? Nein, von mir. Sie haben durch Ihr Eigenmächtig. Könnt ihr mal sehen? Eine komplette verdeckte Ermittlung. Nix aus der Ferne zuschauen. Für euch stehe ich mitten im Feuer. Und noch was. Wir haben Kurat aus dem Verkehr gezogen. Na, sind Sie jetzt endgültig durchgedreht? Das wird Konsequenzen haben. Da können Sie sich drauf verlassen. Fragt sich nur für wen. Ich lasse mir heute noch einen Termin bei Ihrem Chef geben. Dann reden wir mal Tacheles. Bei wem? Sie? Bei meinem Chef? Was wollen Sie? Und? Ich höre. Jetzt ist ja wohl eine Entschuldigung fällig. Das sagt mir keiner zweimal, dass ich ein Etappenhase bin. Habe ich das eigentlich richtig verstanden? Sie wollen jetzt nach Düsseldorf fahren und mit Novaks Chef reden? Nee, das haben Sie total missverstanden. Wir fahren nach Düsseldorf. Sie übernehmen das Reden. Ich sitze nur daneben. Und Gnade Ihnen Gott, wenn Sie Scheiße bauen. Na gut, unsere Lage ist aussichtslos. Aber es gibt noch Hoffnung. Kurat behauptet nämlich, Novak ist nicht astrein. Und Kurat behauptet ebenfalls, heute Nacht findet ein Drogendeal statt. Leider ist Kurat nicht sehr glaubwürdig. Weil er sich die Birne mit Methamphetamin benebelt. Ja. Okay, wir gehen rein, legen die Fakten auf den Tisch und hoffen das Beste. Ja. Thank you.
Machen Sie die Tür zu. Was soll das werden? Eine Retourkutsche? Ziemlich zeitintensiv. Sie kommen einfach so in mein Büro. Ich komme einfach so in Ihr Büro. Ich habe mich mal umgehört. Sie sind ein Querulant. Unverbesserlich. Ich lasse mir nur nichts gefallen. Ich auch nicht. Das wird ein Nachspiel haben. Verlassen Sie sich drauf. Scholz. Joe Kurwart ist drogenabhängig und Sie wissen das. Weiter. Sie haben über verdeckte Ermittler gesprochen und dann ist Ihnen dieser Satz daraus gerutscht. Wenn Joe Kurwart spät dran ist, schellen erst recht die Alarmglocken. Ich sagte weiter. Sie trauen ihm nicht mehr und das hat er gemerkt und dreht seitdem immer weiter durch. Sie haben gegenüber Joe eine Pflicht. Erst Wahrheit, jetzt Pflicht. Sie sind wohl der Mann der großen Worte. Was kann ich dafür, wenn Kurwart Drogen nimmt? Lenz säuft. Ja, wer ist denn daran schuld? Ja. Ist natürlich bequem, wenn man für jeden persönlichen Fehler einen Sündenbock findet. Also Kurwart nimmt Drogen, die persönlichkeitsverändernd wirken können. Bei ihm geht es jeden Tag um Leben und Tod. Sie hätten längst aus dem Verkehr ziehen müssen. Ich habe darüber nachgedacht. Nachgedacht? Sie? Allein? Und mich auch mit meinen Vorgesetzten besprochen. Aber wir haben keinen Hinweis auf eine akute Gefährdung gefunden. Was soll das denn heißen? Der ist jeden Tag gefährdet. Das ist ja wohl kaum Ihre Entscheidung. Ihren Vorgesetzten will ich sprechen. Ich könnte Ihnen jetzt erzählen, dass er ein vielbeschäftigter Mann ist. Aber so leicht kann man Sie ja nicht abwimmeln. Nee. Also erzähle ich Ihnen, was ich Ihnen nach Rücksprache mit meinem Chef ausrichten soll. Na, da bin ich ja gespannt. Was denn? Die Kosten für die Aktion Kurwart befinden sich alles in allem im sechsstelligen Bereich. Das Ziel, Sieger zu schnappen, können wir ja wohl abhaken. Und das ist ganz allein Ihre Schuld. Hm. Ist das alles? Sie gehen möglicherweise als moralischer Sieger vom Platz. Trotzdem hatten Sie keine Befugnis, sich in eine laufende LKA-Ermittlung einzuschalten. Sagte ich sechsstellig? Ihr kleines Hammer-Ruhrpott-Experiment wird so einen Rückschlag kaum überleben. Sie kommen uns auf die Bürokratentour, wenn es sein muss. So, das war's schon. Viel Spaß bei der Jobsuche. Und machen Sie die Tür zu. Das ist ja mal großartig gelaufen. So eine Kacke. Kann man so ausdrücken, ja. Ja, damit eins klar ist, ich werde Hamm nicht verlassen. Wenn wir wirklich zumachen und die mir keinen neuen Posten geben, dann mache ich mir selbstständig. Du? Als was denn? Ja, hör gut zu, es gibt ein paar absolut krisensichere Branchen. Kann ich mal einen Autoschlüssel haben, ich fahre. Als da wären? Ja, Bestatter, gestorben wird immer. Oh, warten Sie, hier ist er. Oder wird, gesoffen wird auch immer. Nee, nix, ich mache Ihnen Wachdienst. Die Kriminalität, die stirbt nämlich auch nicht aus. Wieso wollen Sie eigentlich fahren? Weil ich es eilig habe, weil wir es eilig haben. Weil nicht mehr viel Zeit bleibt, um unseren Kopf aus der Schlinge zu ziehen, deswegen. Was denn für eine Schlinge? Moment mal, was läuft denn jetzt hier? Wird das wieder eine Ihrer Sekt- oder Seltersaktion? Das ist eine gute Frage. Ich weiß noch nicht, was er vorhat, aber vorhat er was, das weiß ich. Ich muss mich immer wieder wundern, dass der Älteste von euch immer noch der Schnellste ist. Hat das Intelligenz so. Zu tun. Ja, jetzt mal einsteigen. Hallo, sag ich mal. Einmal mit der Ruhe. Abend. Ach, Mann. Was ist denn jetzt noch, hä? Alles klar, Joe? Hör mal, Joe, tut mir leid, dich zu stören, aber jetzt stecken wir richtig in der Scheiße. Oh Mann, Schatz. Ich dachte, du bist mein Kumpel, Mensch. Ja, das bin ich ja auch. Deshalb bist du ja hier. Novak würde dich zur Not draufgehen lassen, wenn er dafür Sieger kriegt. Hey, Joe. Hey. Hey. Joe. Ja. Hey. Ja. Hör mal, ich bin völlig müde und ja, mir geht's echt ich weiß, gut. Hör zu. Du kannst gleich wieder pennen. Sag mir nur, wann der Deal über die Bühne geht. Welcher Deal? Hey, komm, hey. Hey, komm hier nicht so. Mann. Und ich? Wie, du? Du wolltest raus und du bist raus. Wir übernehmen jetzt. Was? Ja, wir übernehmen. Das ist nicht ernst. Welche Chancen haben wir denn noch? Außerdem wird das ein Kinderspiel. Warten, abgreifen, fertig. Das ist kein Problem. Boah, ey, Scholz, was ist, wenn die bewaffnet sind? Ja. Was heißt denn, was ist? Natürlich sind die bewaffnet. Dafür haben wir das Überraschungsmoment auf unserer Seite. So, hey, also, Joe, hey. Hey, was ist komm her, ich brauch dich jetzt, Mann. Ja. Lass mich nicht hängen.
Also der Dealer ist heute Nacht. Das ist in so einer, ja, in so einer stillgelegten Kabelfabrik. Ja, super. In Dortmund ist das. Gut. Wie viele Leute? Wie viele Leute? Siegert, ein, zwei Jungs und zwei Tschechen. Okay. Gut, gibt's eine Chance? Hey, Joe, ja, gibt's eine Chance, dass Siegert ein doppeltes Spiel mit den Tschechen spielt vielleicht? Ein doppeltes Spiel? Nee. Der will eine stabile Geschäftsbeziehung aufbauen. Sicher? Ja, ganz sicher. Ist das die alte Kabelfabrik da draußen in Martin? Da ist aber duster nachts. Ist der Latozke jetzt schon weg? Noch nicht so lange. Die Zeit vergeht nur so langsam. Ja, vielleicht hat er sich ja doch vom Acker gemacht. Glaube ich nicht. Nicht Latozke. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Also man kann gegen Latozke ja sagen, was man will. Aber er ist eine treue Seele. Nee, ich meinte, der kommt wieder, weil er ein bisschen doof ist. Ach so. Ja, wer sich allen Ernstes auf so ein Selbstmordkommando einlässt, der kann doch gar nicht alle an der Klatsche haben. Oder der muss total besoffen sein. Also wenn ich ganz ehrlich bin, Lenz, hätte ich eher an ihn gezweifelt, ja. Hä? Ja. Warum? Ja, weil ich habe gesehen, wie ihre Augen geleuchtet haben, als Novak ihnen Honig um den Bart geschmiert hat. Ach, ja. Lenz, LKA, man kennt sich. Superbulle. Ist doch Kappes. Ja. Das ist der Laden, der mich rausgeschmissen hat, weil ich keine Lust hatte, weiter Anweisungen von so einem Araber entgegenzunehmen. Ach so, ich hatte gedacht, das hatte mit ihrem Alkoholkonsum zu tun. Echt? Nun, was? Ja. Da kommt einer. Wer? Der war direkt hinter mir. Ein Chulo, habt ihr gehört? Nur einer? Sieht ganz so aus. Der checkt, ob die Luft rein ist. Können Sie was erkennen? Siegert. Woher willst du denn das wissen bei der Dunkelheit? Ja, hör doch mal. Der Motor läuft unrund im Leerlauf. Das stimmt was mit dem Ventilspiel nicht. Ist mir beim letzten Mal schon aufgefallen. Jetzt erkenne ich ihn. Latozka hat recht, das ist Siegert. Also rüse mal Schnauze jetzt, Mann. Ja, jetzt checkt die Lage. So, jetzt wird's ernst. Können Sie mal das scheiß Handy ausmachen? Oh, Scheiße. Ja, Moment. Oh, ja, die Beleuchtung ist kaputt. Warte, hier ist es. So was aus, Herr Lesig. Gibt's doch nicht Schutz. Ja, Scheiße. Nur eins noch. Wenn wir die Misere, in die Meister Scholz uns geritten hat, überleben, sobald Mission Impossible komplettet ist, haben wir was Neues auf dem Tisch. Erinnert ihr euch an diesen Busunfall vor 3 Wochen? Der kommt näher. Ja, wie ist das zu? Können Sie mal ausmachen? Die Frau des Überfahrenen hat eine sexuelle Beziehung zu dem Busfahrer. Da werden wir mal einsteigen, nicht? Also, bis dann. Frohes Schaffen. Mann, Fresse, dann verknappt. Sind das die Schächten? Kann sein. Ich kann das Nummernschild nicht erkennen. Siegert macht die Übergabe alleine. Habe ich doch gewusst. Alles kommt genauso hin, wie wir es geplant haben. Bis jetzt noch nicht. Die unterhalten sich noch. Aber jetzt, die Tschechen machen den Kofferraum auf. Die haben Siegert eine Tasche gegeben. Und? Was ist? Was weiß ich? Hat die Tasche geöffnet und guckt rein. Steht mit dem Rücken zu uns. Man kann nicht genau sehen, was er macht. Zugriff in 30 Sekunden. Jetzt echt? Wir sollten noch warten. Ja, bist du wieder vom Gelände fahren oder was? Nix, macht euch fertig. Zugriff in 20 Sekunden. Zugriff in 10. 9. Die Chulos, kommen die denn her? Wer war das? Ich glaube, die Tschechen. Leben die noch? Wenn man so lebt, wenn man eine Kugel im Kopf hat. Ach du Scheiße. Okay, Rückzug. Nicht sie weg und leise. Sieht aus, als hätte Siegert das von langer Hand geplant.
hier. Wenn der uns kriegt, dann sind wir fällig. Das war Mord. Da kommt es auf drei mehr oder weniger auch nicht mehr. Ja, ist ja gut jetzt, Mann. Ich würde jetzt mal die Schnauze halten. Meine Fresse, ich wollte nur einem alten Freund helfen. Ist doch ganz so schlimm. Das ist Novak. Was macht der denn hier? Das wüsste ich auch gern. Und? Die haben aufgegeben. Sieger ist schon im Mannschaftswagen. Na also? Das ist alles, was Sie dazu zu sagen haben? Was soll ich denn da jetzt noch sagen? Ja, Mensch, die hätten wir uns kalt gemacht. Dazu hätten Sie uns aber erst mal finden müssen. Aber Gott sei Dank hat ja jemand das LKA auf dem neuesten Stand gehalten. Hm? Und Sie das, Lotzatzke? Nee, ich hab die Nummer ja gar nicht. Ja, bleibt Ihnen nur noch einer übrig. Wollen Sie so dringend aus Hamm raus, dass Sie Ihre Kollegen verraten, Lenz? Was ist denn mit Ihnen? Wollen Sie so dringend aus Hamm raus, dass Sie über Leichen gehen? Ja, darüber reden wir noch. Naja, ich kann's kaum erwarten. Belobigung. Also eine Belobigung, die hat die noch nie. Ja, weil ihr so wunderbare Zeugen für beide Morde seid. Was sagt man dazu? Tja, was sagt man dazu? Vor allem, wenn man Scholz heißt. Das hätte klappen können. Das hätte auch böse ins Auge gehen können. Oder? Oder? Ja, Lenz hat richtig gehandelt. Das war richtig, bei Novak anzurufen. Schwamm drüber. Ja. Belobigung. Hammer. Nein! Tag auch. Tag. Tag, Joe. Hey, Joe. Und? Ja, besser. Ich habe mal richtig ausgepennt. Das reicht aber nicht ganz. Ja, ich weiß. Novak hat mir einen Therapieplatz besorgt. Das ist schön für dich. Hör mal, du hast gesagt, Siegert würde mit ein oder zwei Leuten kommen, ja? Hab ich? Hast du. Und du hast gesagt, er würde kein doppeltes Spiel spielen. Ja, hab ich. Wenn er eine Geschäftsbeziehung aufbauen will. Sag mal, Scholz, du hörst dich an wie eine Olle. Hier, was ich mir überlegt habe, ne? Wenn Joe die Therapie hinter sich hat, da kann der doch nach Hamm kommen. Das passt doch. Einer mehr genau. Oder weniger? Nee, super. Ich brauche dringend noch so einen echten Problemfall. Habe ich noch lange nicht genug von. Was hast du, Scholz? Ach, das war wieder so eine scheiß Latotzki-Idee. Obwohl, auf der anderen Seite, ich meine, so viele Freunde habe ich nicht. Nee, lass mal. Ich will ans Meer, aber danke fürs Angebot. Wenn ich mal wieder in Schwierigkeiten stecke, rufe ich euch an. Aber bitte nicht auf dem Handy von Scholz. witzig. Sie hörten Exit von Dirk Schmidt. Es sprachen Scholz, Uwe Ochsenknecht, Vorderbäumen, Hans-Peter Hallwachs, Latotzke, Sönke Möhring, Lenz, Matthias Lehr, Kurat, Ludger Burmann, Novak, Peter Jordan, Siegert, Christian Riedel. In weiteren Rollen Markus Knüfgen, Nele Holländer-Bäumer und Julian Greis. Technische Realisation Gertrud Melcher und Jens-Peter Harmacher. Regieassistenz Sascha von Donat. Dramaturgie Georg Büren. Musik Rainer Quade. Regie Claudia Johanna Leist. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2015 für den ARD-Radio-Tatort.